Dann bekommt man dieses Reisemotorrad, ein Enduro-Motorrad, was auch in großen Höhen kein Problem hat. Das ist so was ganz Besonderes. Ich meine, da kann man jetzt drüber lachen, aber wenn man auf Passstraßen unterwegs ist, da soll es sogar deutsche namhafte Hersteller geben, die auf einmal Leistungsverluste haben. Das ist hier natürlich ein bisschen anders. Die Dinger werden in Indien gebaut, sind quasi unverwüstlich, hat mir der Aaron erzählt. Und sie sind sehr, sehr, sehr günstig. Also anders kann man es gar nicht sagen. In Deutschland, wie sie hier stehen, mit deutscher Mehrwertsteuer 5000 und... 5.190, hallo Sven. Ja, du bist der Aaron, wir sind in Königswinter und hier stehen sie, Royal Enfield, die werden nicht mehr in England gebaut. Werden nicht in England gebaut, genau, die sind ungefähr Mitte des 20. Jahrhunderts in indische Hand übergegangen. Wurden auch sehr lange nur in Indien vertrieben, jetzt Anfang des 21. Jahrhunderts auch wieder in Europa. Und die schlagen natürlich gut ein hier, ne? So wie es hier steht, mit Sturzbügeln, allen drum und dran, knapp unter 6, aber hat schon eine Kombikühlung. Ja, es ist ein öl-luftgekühlter Motor. Genau. Wenn ich jetzt im Stau stehe, ist es heiß, wir haben draußen 35 Grad, muss ich mir neue Beine kaufen? Das geht eigentlich. Also klar, auf dem Motorrad ist Stehen im Stau immer doof, gerade wenn die Sonne knallt. Aber man kann den Motor auch ausmachen, wenn man zu lange steht. Wie ist das mit den Vibrationen? Ist das erträglich? Kaum. Also die haben überhaupt nichts mehr zu tun mit den alten Einzylindern, wo dir die Füße abgefallen sind. Nach einer langen Fahrt, wie bei der SR500 zum Beispiel, kenne ich Oder das die noch. Hände, Oder was noch so viel auch, schlimmer ist, klar, ja, wo du ja. dann wirklich taube Hände kriegst nach einer Fahrt. Also das haben die gar nicht mehr. Das sind Zweizylinder. Ist ein Einzylinder Ja. und die haben eine Ausgleichswelle, das heißt Vibration minimal. Minimal. Also ein Einzylinder mit drin. Laufleistung von dem Einzylinder ist also nicht so wie beim 45er Mofa, dass ich alle 20.000 Kilometer ein neues Körbchen brauche. Nein, 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 das sind wirklich hochrobuste Motoren. Ne? Die sind recht neu entwickelt, aber basierend auf alter Technik. Das ist das, was man schon seit Jahren macht, hat man hier einfach nochmal zugrunde gezogen und ja, nochmal optimiert. Ne? Tankvolumen? Tankvolumen 13 Liter. 13 Liter. Säuft er? Nein, überhaupt nicht. Also Verbrauch würde ich schätzen, irgendwas um die 3 Liter. Wenn man die auch auf lange Touren fährt, hat man überhaupt kein Problem damit. Ne? Man kommt ziemlich weit damit. Kann sich, wenn man möchte, auch in Deutschland ist es verboten, aber man kann sich, wenn man möchte, wenn man im Ausland fährt, hier noch Benzinkanister dran machen. Sieht man alles Mögliche. In Indien. In Indien, auch im Rest der Welt. Ne? Auch Leute, die mit der deutschen Himalaya einfach auswandern, ne? Irgendwo hinfahren. Die Serbien, Montenegro, die Adria entlang, sehr schöne Strecken dort. kommt direkt mit den Gepäckträgern, das ist Serie. Nein, Gepäckträger, wie wir das rechts bei der blau-weißen sehen, die hat. Nein, die Träger selber. Draußen die schwarzen, die jetzt drauf sind hier, Ach mit dem so, Maxlaut. ah, okay, ja, genau. Die sind Das ist, dabei. genau, der Heckgepäckträger ist serienmäßig, jetzt mit dem Euro 5 Modell. Gut, der ist auch fest drangeschweißt, also müssten ja uns abflexen. Geht ja gar nicht, aber das ist mit dabei. Schwalbenschwanz, kann man den ein bisschen schöner machen? Gibt es alles Möglichkeiten, ne? So kommt die von Werk, ich finde nicht, dass es schlimm aussieht. Stimmt, wir können es gleich mal zeigen. Da vorne ist auch ein Schild dran, wie wir es hier haben. Mit den Gepäckträgern sieht sie fast aus wie eine Honda Africa Twin, so in kleinen, aber es ist kein 1100er Motor drin. Ist ein 400er Motor drin, 400 Kubik Einzylinder, genau 411 Kubikzentimeter. Ja, ist halt wirklich perfekt fürs Gelände. Ne? Die Maschine wurde entwickelt im Himalaya, wie es der Name schon sagt. Ist halt entwickelt, um gut durch Geröll und Gestein durchzukommen. Ne? Auch bei Höhenmetern, wie du anfangs angesprochen hast. Ja, was wiegt der Haufen? 190 Kilo. 190 Kilo nur. 190 Kilo, ja. Also das ist wirklich sehr wenig. Also Leute, die sich auskennen, Schwerpunkt sehr tief. Es geht, also ich sag mal ziemlich zentriert. Ne? Wir haben natürlich dadurch, dass wir nicht komplett auf dem Motorrad sitzen, sondern mehr drin, wie man das sieht. Ne? Der Tank und der Hintersitz geht halt ziemlich weit nach vorne, nach oben. Das heißt, wir haben eine extrem gute Handhabung bei dem Motorrad, auch im Gelände. Du hast auch nichts, was aufsetzen kann. Also du hast ja hier keinen Boxermotor, der irgendwie seitlich rausguckt, was ja immer ein Problem war. Selbst ein Kumpel von mir ist verunglückt bei extremer Schräglage. Das ist Okay, so, ja. das gibt's hier nicht. Also sehr handlich. Stimmt, genau. Wir haben dann auch von der Schräglage natürlich klar, das ist enorm viel. Auch wenn die Himalayan jetzt nicht unbedingt das Motorrad ist, womit man in die Schräglage fährt. Man braucht aber halt die Bodenfreiheit einfach, um problemlos durchs Gelände zu kommen. So, jetzt haben wir hier leichte NATO-Farbgebung, die da ist. Vielleicht nicht gerade im Moment im Trend. Trotzdem die Farbe sehr beliebt. Farbe unheimlich beliebt, klar. Das nennt sich Pine Green.
Das ist so an sich die bunteste, würde ich mal sagen. Die einzige, wo auch der Rahmen nochmal in der gleichen Farbe ist, ist weniger auf Militär angelegt, sondern eher einfach auf Fun. Ja, auf Fun, halt auf Waldfarben. Ne? Gut, ich lasse das mal so stehen. Der, aber was definitiv eher so an die Seefahrt erinnert, ist die neue. Die ist ganz neu. Stimmt, die ist recht neu. Ne? Als die Euro 5-Variante vorgestellt wurde, gab es diese Farbe noch nicht. Viele Enfield-Fans haben sich beschwert, dass es die Farbe in Indien gibt, aber nicht bei uns. Und dann haben die Mitte letzten Jahres nachgelegt und haben auch noch die weiß-blaue, genannt Lake Blue, nachgereicht. Eine Petition gab es. Ich glaube, 4 Milliarden Enfield-Fans haben Briefe eingeschickt. Ist das eine große Fangemeinde? Ja, also Enfield ist auch so eine sehr innige Fangemeinde. Ne? Die Enfield-Fahrer sind alle irgendwie gleichgesinnt. Ne? Die sind viel auf Harmonie aus, viel auf Spaß haben am Fahren einfach. Nicht die großen Geschwindigkeiten, einfach nur Spaß haben. So, mach mal an. Vorne vielleicht mal die grüne. Ist Sprit drin? Grün ist drin. Kann man die Probe fahren bei euch? Jederzeit sehr gerne. Jederzeit sehr gerne. Das war natürlich eine Suggestivfrage. Die springt sogar an. Logisch, die springt sofort an, die muss sofort anspringen. Die hat auch keinen Choke mehr jetzt im Euro 5 Modell. Ist das noch ein Vergaser? Nein, das ist Direktanspritzung. Und der Choke ist weggefallen, das heißt, die macht die Kaltstartregelung von selber. Sobald die warm wird, fährt der Leerlauf ein bisschen runter. Ja, ist, wie gesagt, eigentlich ein top modernes Fahrzeug. Ja, Kardan, früher gab es mal Kette? Nee, da ist immer noch Kette. Das ist halt einfach, ja, die zuverlässigste Lösung, gerade für ein Geländefahrzeug. Ja, die haben sogar das Missing Link ist in der gleichen Farbe wie die Maschine. Ja, genau. Ja, das ist noch mit Kettenschloss, ne? Mit Kettenschloss, ja. Wie man das kennt, aber es ist alles super zu reparieren. Du kannst es egal weltweit reparieren. Alles super gut erreichbar. Ne? Selbst wenn man jetzt irgendwo im Ausland unterwegs ist, wo vielleicht nicht die Enfield-Händler so groß gesät sind wie hier. Auch da hat man kein Problem. Das ist einfachste Motorentechnik. Ne? Da kann eigentlich jeder dran reparieren. Wie so ein Rotax beim Fliegen. Gibt es schon ewig, funktioniert. Aber jetzt natürlich durch den Einspritzer hat der Spritverbrauch denn, ich nehme an, auch massiv gewonnen, oder? Nein, also der Spritverbrauch ist, wie gesagt, ist nein, gewonnen an weniger, meine ich. Weniger, ja gut, das stimmt, ja. Vollkommen recht. Liegt ungefähr bei 3 Liter. So, rechts ist nicht nur eine Uhr, das ist ein richtiges Navi. Genau, das ist das neue Turn-by-Turn-Navigation-Tool von Royal Enfield. Das läuft über die Handy-App. Ich kann die App einfach öffnen, dort ein Ziel eingeben. Nachdem ich mich mit dem Navigationsmodul gekoppelt habe, läuft dann über Google Maps die Navigation. Ich sehe dann in dem Navigationsgerät einfach nur einen Pfeil, der mir die nächste Richtung anzeigt. Das heißt, es lenkt nicht ab, aber ich habe immer die nötige Information direkt im Sichtfeld. Gib mal ein bisschen Gas, jetzt ist es ja schon... Krass. Es macht halt einen unheimlichen Spaß, auch damit zu fahren. Wir merken das beim Sound. Die haben ein eigenes Sounddesign-Zentrum in Großbritannien. Da wird der Sound von den Maschinen nach der technischen Abstimmung auch noch angepasst. Sprich, die geben sich einfach eine unheimliche Mühe, dass sich die Motorräder auch gut anhören, trotz Euro 5. So, Sturzbügel auf Wunsch. Hier vorne sind sie montiert, auch die... Ich sag mal, andere Dinge, es gibt einen großen Katalog, viel Zubehör. Ja, es gibt einiges an Zubehör. Ne? Wenn man jetzt guckt, von den Handprotektoren am Lenker bis zum Motorschutzbügel unten drunter, wie wir bei der blauen auch sehen, die Alukoffer von Royal Enfield selber. Sind die gleichschließend? Die sind gleichschließend, ja. Okay. Ein Schlüssel für alles. Genau. Kann ich die leicht abnehmen? Die sind ziemlich einfach abzunehmen. Die haben ein Verschlusssystem hinten dran. Ne? Die werden unten quasi eingehangen und oben dann nochmal festgeschraubt. Die sind auch ziemlich sicher drauf. Kann man aufmachen. Echt? Kann man auch. Sind wasserdicht und mit einem Schlüsselsatz. Okay, verstanden. Preis? Weil so Koffer sind immer teuer. Was kosten die? Preis inklusive Montage all around mit der Himalayan in der zweifarbigen Variante 6.400 Euro. Die Koffer? Die Koffer alleine ca. 1.000. Ca. 1.000. Also wie sie hier stehen. Und es gibt auch Gepäcktaschen aus Leder, gibt es sowas? Nicht von Enfield selber, aber der Markt ist ziemlich breit gestreut mit sowas. Also so oder so ähnlich, der Rahmen wird ja schon länger gebaut? Den Rahmen, den gibt es nur bei der Himalayan halt. Ne? Die ist seit 2016 auf dem Markt. Seit 2016, das heißt also 2016. Das Thema Zubehör. Der Rahmen hat sich aber dann nicht verändert, oder? Nein, also
Ich frag nur wegen dem Zubehör. Bis auf den Gepäckträger hinten nicht. Der Gepäckträger hinten in der Euro 4-Variante war noch was höher und hatte die Platte nicht. Aber die wurde nachgerüstet und der wurde etwas tiefer gemacht, damit man leichter aufsteigen kann. Was mir gut gefällt ist, ist so ein bisschen das Patina-Design plus der Name Royal Enfield. Das ist eine ganz eigene Geschichte. Es ist halt nicht Samsung aus oder Songyong aus China. Die bauen bestimmt auch tolle Motorräder. Aber das hier hat so ein bisschen was, oder? Das ist ein unheimlich geschichtsträchtiger Name, Royal Enfield. Die bauen seit 1901 Motorräder ohne Unterbrechung. Das heißt, gerade die Royal Enfield Bullet zum Beispiel, die wurde seit 1932, wenn ich mich nicht irre, gebaut. Und bis vor kurzem wurde die noch weitergebaut. Ne? Modernste Lichttechnik, Full LED mit, ich nehme an, Matrix. LED-Positionsleuchte tatsächlich. Der große Scheinwerfer ist halt in Halogen. Halogen. So. Also ich mache mich ja nicht lustig darüber. Es geht ja auch darum, wenn du unterwegs bist, wo kriegt man schon ein LED-Ersatzbirnchen? Aber ein H4 kriegst du überall oder H7? Überall, in jedem Shop. Und darauf ist die Maschine ausgelegt, ne? Dass die einfach zu reparieren ist, gut für Geländefahrten, robust für Geländefahrten und ja, dass man keine Angst haben muss, dass man keine passende Werkstatt findet. So, hydraulische Scheibenbremsen. War Spaß, ist natürlich Serie, die da ist, aber die sind so groß wie Pizzascheiben, die brauchen auch keine zwei Bremsen, weil bei, ich sag mal, 190 Kilo, das ist alles Leichtbau, oder? 190 Kilo, 24 PS, da braucht man keine doppelte Bremse vorne, das reicht so vollkommen aus. Ist natürlich aufs Gelände ausgelegt, die Bremse, ne? So, wenn du mal 2 Meter, 3 Meter einfach mal kurz fährst, wie groß bist du? Ich bin ca. 1,75 groß. 1,75, ja. Wir bleiben hier am Gelände, du... Einfach nur mal kurz so mal rollen, dass man mal sieht, wie das Handling ist. Easy, oder? Super einfach. Krass. Wie so ein richtig großes Moped. Höchstgeschwindigkeit? 130? Aber 120, 130, ja. Angenehme Reisegeschwindigkeit. Gut, das heißt, die läuft noch unter Umständen ein bisschen mehr. Thema ist ja Überholen auf der Landstraße. Geht das oder ist das wie so eine 50er? Es geht an sich ziemlich gut. Klar, man muss natürlich etwas mehr Zeit einplanen, als wenn man jetzt mit einer 1-Liter-Maschine überholt. Aber es ist überhaupt kein Problem. So, da steht sie, die Royal Enfield. Wir sind in Königswinter. Ihr habt jetzt wie lange schon? Wir haben Royal Enfield seit 2020 im Portfolio. Sehr schön. Also wenn ihr Lust habt, wir drehen heute am 4.3.2022. Kommt zum Aaron, dein voller Name? Aaron Decker. Wir sind hier bei Automobile Müller in Königswinter. Danke. Tschüss.